Hey zusammen und herzlich willkommen zu Tomb Raider 1. Und wir machen da weiter, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Nämlich in Atlantis. Und ja, ich bin schon nach Atlantis für die, die mir jetzt schon zugucken und noch auf Stand der Let's Plays sind. Ich habe mich ein bisschen sehr weit vorgespielt. Oh Gott, ich habe zwei von den Eiern explodieren lassen. Ach stimmt, das haben ja sogar zwei Arme gewackelt und ich Idiot habe es gerade bloß optisch nicht wahrgenommen. Da hinten wackelt das nächste Ei. Na, für Medipacks ist es noch zu früh. Spiel sichern. Da muss ja hier noch eins mit einem Arm wackeln. Ne, die drei sind, die wackeln nicht. Noch nicht. Da ist kein Schalter und hier ist kein Schalter. Sind das vielleicht Zeitsteuertüren? Ich hoffe nicht. Das wäre nämlich schön asozial. Aber die geht auf. Und soweit ich noch weiß, war hier irgendwo was drauf. In Anniversary haben jetzt die Dinger angefangen zu zittern. Das weiß ich noch. Da bin ich voll ausgerastet, weil ich halt gar nicht damit gerechnet hatte. Drecksviech. Hat sich das ernsthaft hier gerade unter das Glas gebackt? Tatsächlich, lol. Das nenne ich mal super. Na komm. Was macht das Viech? Ist es irgendwie dumm? Ach, der rennt unten lang. Das sieht man immer so schlecht. Der bewegt sich nicht, der bewegt sich nicht. Doch, der bewegt sich jetzt. Geil. Bin ich eigentlich laut genug für die Leute im Chat? Also im Livestream meine ich. Ich habe nämlich das Gefühl, ich bin viel zu leise. Ich kann das immer schlecht so schlecht einschätzen. Ist das noch so ein Fliegeviech? Ach lol, der kann hier hoch. Ich hätte gedacht, die haben da unten eine Barriere für die Viecher gemacht, damit die nicht hier hoch können. Aber scheinbar können sie doch hier hoch. Da muss ja jetzt eigentlich der auch bald anfangen mit wackeln. Beziehungsweise der hier hinten. Ach nee, der ist ja schon aufgegangen. Hä? Also entweder habe ich gerade einen Denkfehler oder ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin so froh, wenn wir hier raus sind. Also das Spiel durchhaben. Weil es einfach gerade richtig krass in den Ohren dröhnt. Ich habe zwar jetzt schon den Anniversary Soundtrack an, aber trotzdem, das tut voll weh. Und es ist voll eklig.
Also ich übersehe, glaube ich, echt gerade irgendwas. Ich finde es auch super eklig, wie die Texturen so vor sich hinschwabbeln. So viel zum Thema, ich übersehe doch was. Aber gut zu wissen, wie die Schalterblöcke in dem Level aussehen. Gut, der bewegt sich. Wollen wir ihn gleich mal auslösen? Und das ist natürlich wieder ein Flieger. Der sich wieder anstellt wie der letzte Depp. Lol. Da habe ich jetzt alle Eier hier geöffnet, oder? Sieht mir danach aus. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas übersehen. Ach, der meinte die Tür. Gut. Ich speichere dann hier schon mal zwischen, bevor ich wieder dazu neige, zu wenig zu speichern. So wie ich mich kenne, passiert das ja häufig mal. Bin ich nun eigentlich laut genug? Kann mir das mal bitte irgendjemand sagen von den Leuten im Livestream? Falls mir schon irgendjemand zuguckt. Ich habe direkt keinen Bock mehr. Jetzt stirb. Nimm mal das Schrot. Warum habe ich überhaupt so viel Schrotmuni? Lol. Das nenne ich mal Profischuss. Spiel sichern. Na, Klasse, kommt überspeichern. Das war knapp. Und das war schmerzhaft. Geil, hier unten ist ein Ei und das bewegt sich noch nicht. So wie ich mich daran erinnere, bewegt sich das Ei gleich. Deswegen speichere ich nochmal. Ich weiß, dass wir drüben noch nicht reinkommen. Du musstest hier irgendwie lang. Weil hier irgendwo ein Schalter war, genau. War auch schon wieder mehr Glück als Verstand. Nee, scheinbar nicht. Gott, so viel zum Thema, das Ei geht nicht auf. Komm, ich will dich flachlegen. Weglegen, meine ich. Umlegen, jetzt habe ich die richtige Begrifflichkeit gefunden.
Alter, was macht das denn? Ist das Viech irgendwie dumm? Also manchmal frage ich mich echt, wieso zum Teufel sind die KIs in dem Spiel nur so dermaßen hohl? Das ist eine der Fragen, die ich mich in dem Spiel so häufig frage. Komme ich überhaupt darüber? Ich glaube ja nicht. Das Klügste wäre so. Es ist gut, dass Lara nicht abgesprungen ist. Das ist wieder typisch Croft. Es ist auch toll, dass ich die Kugeln von hier nicht sehe. Noch geiler, dass Lara nicht abspringt und sie quasi Selbstmord begeht, mal wieder. Das schaffe ich noch weniger als das da drüben. Hä? Ich stand doch drüben. Kann mir das mal bitte jemand erklären? Und Sprung. Gut, dass sie nicht zweimal springt. Das war wieder 10 von 10 Punkten, Lady Croft.